Bevor wir in den Squadron 42 Newsletter einsteigen vom April 2020, den wir gestern, also wir, Mitch und ich, in der Verse Night besprochen haben, am Dienstag, dem 15. April 2020, an dieser Stelle vorweg mein ganz, ganz herzliches Dankeschön an all die positiven Rückmeldungen auf mein letztes Video und auch die vielen Nachfragen, sei es unter dem Video, sei es per Mail, sei es auf Discord, ob ich nicht doch wieder weiter Videos machen wollen würde. Ich habe damit damals ja aufgehört, weil ich mal die Zeit nutzen wollte für meine Sprecherkarriere, die im Moment stark ins Stocken geraten ist. Dann habe ich gesagt, okay, ich genieße die freie Zeit. Aber diese, ja, doch wiederholt vielen Rückmeldungen haben mich ins Grübeln kommen lassen, ob ich irgendwo einen Konsens finden kann. Und mein Fazit lautet ja, aber nicht mehr in diesem regelmäßigen Rahmen wie früher. Ich habe jetzt auf tippy.com/astrosam, das ist ein europäisches Patreon-Pendant, eine Seite eröffnet und habe gesagt, okay, wenn ihr die Videos haben wollt, dann gibt es ein Ziel, das heißt 200 € im Monat und dann baue ich ein Video der Wahl der Unterstützer. Also, sei es ein Pillar Talk, sei es ein Inside Star Citizen, sei es ein Monatsüberblick inklusive aller Überklärungen. Was es ist, ist völlig egal. Aber da steckt viel Arbeit drin, viel Zeit drin. Und wenn ihr das haben möchtet, ja, dann mache ich das gerne. 50 € sind schon zusammengekommen. Das ging super schnell. Und ja, das Interesse scheint wirklich doch größer zu sein als gedacht. Ich hätte gar nicht gedacht, dass sich da irgendjemand anmeldet, aber ich freue mich da doch sehr drüber und kommt gerne dazu. Ich mache wieder das alte Konzept wie früher. Ab 1 € ist man dabei. Ich baue wieder einen Abspann. Natürlich wieder mit der Musik von Mitch van Heiden, wie ihr das dann gewohnt seid. Nenne die Unterstützer ab $10 im Laufband im Video. Eben alles wie gehabt, nur eben auf tippy.com. Wer dort bei den Tippy-Indianern, wie ich sie nenne, dann dabei ist, die kann dann Vorschläge einreichen, was es für Videos geben soll. Können natürlich auch Hörbücher sein, was auch immer. Entsprechend der definierten Zielerreichung. Und ansonsten gibt es als allgemeine Goodies die Podcasts, die ausgekoppelten Star Citizen-Teile dann mit Videos unterlegt. Das wurde sich ja auch schon häufig gewünscht. Podcast ist ja gut und schön, aber gibt's das nicht auch mit Video? Ja, mache ich dann für die Unterstützer und dann vielleicht auch mal das ein oder andere Video, je nachdem, wie ich gerade dann auch Zeit und Gelegenheit habe und ob es Themen gibt. So, das vorweg. Wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank. Ich bin wirklich positiv überrascht gewesen und habe lange, lange Zeit darüber nachgedacht, wie ich damit jetzt umgehen soll. Und das, was ich gerade erzählt habe, ist mein Lösungsansatz an der Stelle. Dann geht's jetzt rein in den Squadron 42 Newsletter. Ich hatte erst überlegt, den nochmal neu einzusprechen, einfach in einer vernünftigen Sprachqualität. Konnte mich aber nicht dazu durchringen, weil gestern in der Verse Night hat Mitch van Heiden mit seinem Know-how, was er einfach aus dem Programmierumfeld mitbringt, immer wieder super interessante Einwürfe gehabt, die das ergänzt haben, was ich dort übersetzt und erzählt habe. Und insofern habe ich mir gedacht, für alle, die Verse Night nicht geguckt haben, koppel ich das jetzt aus, bring euch das hier nach Themen dann unterteilt und dann hoffe ich, dass das für euch eine interessante Zeit ist, für alle, die bei Verse Night nicht dabei gewesen sind. Verbunden nochmal mit der Empfehlung, schaut rein. Ich habe die Timestamps, also die Inhaltsangabe, in die Beschreibung des YouTube-Videos, also des aufgezeichneten Streams, dann hinzugefügt. Denn wir haben auch viele weitere sehr, sehr interessante Themen besprochen. Unter anderem Secondary Viewports, das Server-Meshing und den Einfluss auf die weitere Entwicklung hinsichtlich Pyro natürlich. Wir haben nochmal geklärt, was ist überhaupt Server-Meshing. Wir haben das Thema Tickraten besprochen und viele, viele technische Themen und Fragen beantwortet. War eine super interessante, sehr spannende und auch lustige Zeit. Wir haben einen tollen Stream gehabt und vielleicht seid ihr nächstes Jahr dann auch mit live dabei auf nerdsandgeeks.de oder bei mir auf dem Streaming-YouTube-Kanal. Dann würde ich sagen, starten wir los. Viel Spaß und bis demnächst auf Tippy oder im nächsten Video. Bis dann. Cheers.
absolut. So, gehen wir rein in den Squadron 42 Newsletter, sonst geht der Doc gleich und wird böse auf mich. Das wollen wir nicht. Ja, dann mach mal. Es sind ja verschiedene Themen. Es geht los mit der KI, also AI, Artificial Intelligence. Da schreiben sie wie folgt. Das Team für die, also ich muss dazu sagen, ich habe das übersetzt, habe das entsprechend formuliert, dass ich es vorlesen kann. Ich habe aber mir die wichtigsten Punkte rausgegriffen. Das heißt, wer es wirklich zu 100% lesen möchte, der muss, kommt nicht umhin, das tatsächlich selber zu lesen. Aber wie gesagt, das sind meine wichtigsten Punkte, die ich mir hier notiert habe. Das Team für die Kampf-KI hat sich auf die Refactoring-Maßnahmen des Deckungssystems konzentriert. Das heißt, die überarbeiten das Deckungssystem nochmal. Dabei wurden Voxelization-Daten verwendet. Voxel, volumetrische Pixel, das heißt, die verbinden Deckungsmöglichkeiten mit Voxeln, um dort einen Rahmen zu bilden, in den sich die NPCs eben verstecken können. Hinknien, ducken, hinlegen und so weiter. Das wird dann da entsprechend definiert. Genau, dann werden die Voxelization-Daten verwendet, um die Umgebung besser zu bewerten, genau das, was ich gerade gesagt habe, und Deckungsflächen und generell Spielorte zu erstellen. Ziel ist es, die Umgebung zu vereinfachen und konsistente Deckungsdaten mit den vorgefertigten Prefabs aufzubauen. Ein Prefab, das wird genutzt, um Objekte in einem Spiel mehrfach zu nutzen. Also es ist umständlich, wenn man jedes Mal ein Objekt neu programmiert, wenn man es wiederholt benötigt. Und aus diesem Grunde werden eben diese Prefabs erstellt. Das ist ein komplexes Objekt, das Skripte beinhaltet. Und da können dann Parameter voreingestellt werden und eben ja alle möglichen Objekte hinterlegt werden. Das wird dann eben in einen Container gepackt und kann dann immer wieder herangezogen werden, sozusagen eine Objektsammlung. Stellt euch als Beispiel in Battlefield, Call of Duty ein Auto oder eine Mülltonne vor. Und da ist zum Beispiel auch vorgegeben, wie explodiert das Auto, wie kann ich auf die Mülltonne klettern. Und das sind alles Prefabs. Genau, und für dieses Deckungssystem, da bauen sie eben diese Prefabs und die werden genutzt mit diesen voxelierten Deckungsbereichen. So, und das alles ermöglicht es den Designern, Objekte als Elemente zu markieren, die in der Phase der Erstellung dieser Deckungsorte berücksichtigt werden müssen, sodass der Code, der Programmcode, diese effizient handhaben kann und möglicherweise mehrere Objekte in ein Cover-Objekt verwandelt. Das heißt, ein NPC kann in einen Raum gehen und sieht, ah, da ist ein Tisch. Da kann ich mich dran setzen und was weiß ich, da ist eine Theke mit einer Kaffeemaschine drauf. Ich kann die Kaffeemaschine nutzen. Kommt es aber dazu, dass irgendein Gegner diesen Raum reinstürmt und wild um sich schießt, dann soll, so verstehe ich das hier, der NPC, die KI in der Lage sein, den Tisch dann auch als Deckungsmöglichkeit zu nutzen oder eben das Sideboard, wo die Kaffeemaschine draufsteht. Genau, das Team für die Schiffs-KI widmete sich der Behebung von Fehlern des 3D-Kollisionsvermeidungssystems. Eine bessere Kollisionsvermeidung ermöglicht es, zusätzliche Kampfmanöver zu entwickeln, um die KI im Nahkampf zu verbessern. Das ist ja einer der Kernpunkte von Chris Roberts. Der will einfach, dass die NPCs sich vernünftig im Kampf verhalten und nicht immer nur hinfliegen, schießen, wegfliegen, wieder neu anstarten, schießen, wegfliegen und so weiter, wie wir es von jedem anderen 0815-Weltraum-Shooter kennen. Und so schreiben sie auch weiter. Insbesondere konzentrierte sich das Team auf Abwehrmanöver, mit denen KI-Schiffe angewiesen werden, das Abschütteln von Angreifern zu priorisieren, um ihre Trefferchancen zu verringern. Weitere Arbeiten betreffen den Formationsflug, das Flugverhalten von Großkampfschiffen und Standard-Dogfight-Aktivitäten. So, dann habe ich das Character Art Team, die arbeiten weiterhin am Haar. Da habe ich mich, glaube ich, letzten Monat schon drüber lustig gemacht. Aber das ist ein ganz wichtiges Thema. Das stellen Sie hier auch nochmal heraus. Das ist wohl eines der schwierigsten und zentralsten Themen, das Haar zu erstellen. Ich vermute mal, also wenn ich jetzt an mich selber denke, es gibt ja diese Hashtag auch von. Ich muss jetzt gerade echt überlegen. Haar, ich habe den Buchstaben. Haare. Haare, Doppel-A-R. Haare auf dem Kopf. Ja, und woanders auch, aber erstmal auf dem Kopf. Ja, alles klar. Gut. Da muss ich jetzt an diese, da gibt es ja auch diese Hair-Tech von Nvidia, die frisst ja unheimlich viele Ressourcen, damit wären wir wieder bei diesem Thema. Sie das sind wieder die hohen Ansprüche, die sie haben. Richtig. Dass da nicht einfach ein Klumpen animiert ist auf dem Kopf, sondern dass da wirklich damals als Final Fantasy in die Kinos kam.
Der Film, der ist zwar schlecht gealtert, aber wer sich daran erinnert, da hat man damals gesagt, da sind so und so viel tausend Haare animiert bei der Hauptdarstellerin. Die anderen hatten alle Glatze, war egal. Aber der Hauptcharakter, der hatte so und so viel tausend Haare. Und das war natürlich alles vorgerendert damals. Und das möchte man jetzt in Echtzeit erreichen. Ja, genau. Das Haar. Das ist aber auch problematisch, weil du musst dir mal vorstellen, die ganze Physik, die dahinter steckt. Richtig, also die Physik, und wie gesagt, wer das einmal erlebt hat, ich glaube bei Witcher 3 ist das mal zum allerersten Mal eingesetzt worden oder war eines der ersten Spiele, was diese HairTech von Nvidia wirklich exzessiv eingesetzt hat. Und wenn man das aktiviert, dann zwingt das einen Rechner echt in die Knie. Das ist so rechenintensiv. Und genau, sie wollen, dass es hübsch aussieht, aber wir sind wieder bei diesem Performance-Thema, es darf die Framerate nicht zu sehr beeinflussen. Ich denke mal, deswegen ist das auch so ein ganz essentielles Thema, weil Haare sind eben wichtig. Sie können nicht alle Leute da mit Latze rumlaufen lassen oder mit Mütze. Aber da auch wieder ein kleiner Einwurf von mir. Ich erinnere mich, als Nvidia Physics rauskam, da hat Nvidia ein Demospiel dazu veröffentlicht und das kam eben mit der ersten offiziellen und öffentlichen Version von Physics dann auch raus. Das war im Prinzip was nichts anderes als so ein Deathmatch. Eben mit Physik-Elementen drin. Okay. Und das hast du zu der damaligen Zeit vernünftigen Gaming-PC gespielt und hattest teilweise Diashow. Also es war teilweise unspielbar. Mhm. Und heute lacht jeder Gaming-PC, wenn es heißt, ich muss was mit Physics berechnen. Ja, okay, ja. Und genauso wird das bei der HairTech auch sein. Also spätestens, wenn die 1.0 von Star Citizen draußen ist, werden wir, was weiß ich, eine RTX 3060, 3080 verbaut haben, irgendwie sowas. Und dann wird die Grafikkarte sagen, hier Nvidia HairTech, ja, ich berechne das mal eben. Mhm. Aber natürlich wollen sie es jetzt schon vernünftig haben. Und deswegen lasse ich dich mal weiter vorlesen, erzählen, wie, whatever. Mach mal. Zero Sense ist dazu gekommen. Grüß dich. So, ja, dann haben sie an den Uniformen natürlich gearbeitet für den Brückenoffizier, Kampfanzuguniform, und sie haben an den Vanduul weitergearbeitet. Das ist ja das zentrale Feindbild der Geschichte, einschließlich mehrerer. Das ist wieder spannend. Individuelle Charaktere und Themen der, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Okuri, schreibt sich O-C-U-R-I. Da schreiben sie, ganz kurz erklärend zu, die Vanduul operieren in isolierten Clans, bekannt als Okuri, jeder mit einzigartigen Kulturen, Gesetzen und visuellen Normen. Und wo ich dann CRG wieder so einschätze, klar, das werden die auch so umsetzen. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Mann! Ja, es kommt aber auch glaubwürdiger dann rüber, ne? Ja. Das ist echt krass. So, dann das Waffenteam, die haben die Vanduul-Waffen. Da muss ich ganz kurz dazwischen gehen. Jetzt denk mal an Star Trek. Da hast du die Vulkanier, die ticken alle so. Da hast du die Klingonen, die ticken alle so. Da hast du die Romulaner, die ticken alle so. Auf der Erde hast du aber immer noch die Amerikaner, Europäer, die Asiaten, die Russen und so weiter und so fort. Warum sollen Aliens nicht auch wesentlich diverser sein? Mhm. Ne? Das ist schon ein korrekter Gedanke von CIG, finde ich gut. Ja, absolut. Ich bin da bei dir, nur es macht natürlich die Entwicklung wieder ein Stück weit komplexer. Ja, aber hast du mal das Büro gesehen mit den Leuten, die nur für die Lore zuständig sind? Die müssen doch auch beschäftigt werden. Die haben Leute da. Also. Die haben genug zu tun, das glaubt ja, man. Also. Ja. Die leiden alle nicht unter Langeweile dort. Ich finde es schon faszinierend, mit welcher Leidenschaft und mit welchem Enthusiasmus die teilweise auch nach vielen Jahren immer noch mit dabei sind. Das ist schon echt, das spricht für das Projekt und auch für das Unternehmen selber. Ja, Waffen gibt es ja auch ein eigenes Team für. Die haben die Vanduul-Waffen fertiggestellt und arbeiten zurzeit an den Behring-Lasern der Größe S7 bis S9. Also vermutlich dann an den, wobei S7 ist. Passen auf die Constellation eigentlich schon S7-Waffen? Ich glaube, die sind einen Tacken größer, diese S7-Waffen, oder? Ja, die sind schon relativ groß. Ich glaube, bei der Conny ist irgendwie bei Size 5 Schluss, kann das sein? Ach, Size 5, dann war das. Ich weiß nur, dass Conny irgendwie mal released wurden mit einer Waffenkategorie, die heute eigentlich eher so Aurora-Standard ist. Ja, also du hast ja inzwischen Waffen im Spiel, da denkst du, wo ist denn hier das Cockpit, damit ich einsteigen kann? So groß sind die. Ja,
Ja. Zero Cent schreibt gerade auch, ja, Conny Size 5. Dr. Steinschneider schreibt Size. Steinschneider schreibt nein, wieso schreibt er nein? Also nein, doch. Size 6 doch. Und Size 5. Ja, okay. Ja. Gut, dass wir das geklärt haben. Ja, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Aber nein, akzeptiere ich nicht. Also da gleich ein Doch von mir. So. Cinematics, das Filmteam, begann mit der Implementierung der in früheren Berichten erwähnten Unterbrechungstechnik, also Interrupt Tech nennen sie es. Das ist genau das, was ich gerade erzählt habe. Das heißt, man kann, man ist in einer Filmszene drin, wird vielleicht sogar von den NPCs einbezogen. Wir haben das auch in diesem Vertical Slice kennengelernt. Da waren wir dann eben in der Besprechung dort mit dem Captain und mit dem Mark Hamill Darsteller, mit dem Old Man, ich weiß gar nicht, wie der heißt, drin. Und da soll man dann auch, obwohl es natürlich eine essentiell wichtige Szene ist, rausgehen können. Und die NPCs, wenn wir dann weggehen, die dürfen ja nicht sich noch an uns wenden, sondern die müssen dann so reagieren, dass sie ihre Besprechung entweder auf später verschieben oder dass sie sie weiterführen, wie auch immer. Die müssen irgendwie darauf reagieren. Und das ist diese Unterbrechungstechnik. Und die ist hochgradig komplex. Zum einen wegen der Dynamik, was ich gerade schon erwähnt habe. Und das muss natürlich auch alles weiterhin hübsch aussehen. Das heißt, wenn wir raustreten, muss es trotzdem oder möchte CIG immer noch diesen filmischen Anspruch aufrechterhalten. So, und so schreiben sie ja weiter. Diese Unterbrechungstechnik, nenne ich sie mal, diese Interrupt-Tech, da wurden die Implementierungsarbeiten insofern begonnen, als dass die Design-Sprint-Aufgaben für jede Szene definiert worden sind. Das ermöglicht es, eine Szene und ihren Ablauf zu betrachten, bevor sich die Designer für ein oder mehrere Zeitfenster entscheiden, die ein Spieler unterbrechen oder abbrechen kann. Das wiederum bestimmt, ob die vorhandene Bewegungserfassung, also das Motion Capturing, Motion Capture-Aufnahmen geeignet sind oder ob zusätzliche Animationsarbeit erforderlich ist, das heißt, dass weitere Motion Capture-Aufnahmen dann vorgenommen werden müssen. Da die meisten Szenen auf Motion-Capture-Aufnahmen basieren, muss das Team sorgfältig diese Breakout-Punkte festlegen, also die Punkte, wo wir unterbrechen oder abbrechen können, damit die NPCs auf den Spieler reagieren können, wenn dieser die Szene verlässt. Sobald das Cinematics-Team und die Level-Designer den oder die Unterbrechungs-Markups hinzugefügt haben, brechen die Animatoren die Animationsfragmente auf, wobei sie darauf achten, keine interessanten Elemente der Darstellerperformance zu verlieren. Es ist ein schwieriger Balanceakt, da zu viele Unterbrechungen zu viel Arbeit verursachen, aber zu wenige könnten einen NPC, der auf den Spieler oder dessen und oder dessen Aktion referenziert, unrealistisch handeln oder komplett ausfallen lassen, dass also der NPC nicht mehr funktioniert. Das ist auch wieder so ein Thema, wo man geneigt ist, wenn die das erzählen, so mit den Schultern zu zucken und zu sagen, ja, dann geht man da eben raus. Aber die ganze Tragweite, was das eigentlich bedeutet, was sie hier realisieren möchten, filmische Szenen, die man jederzeit unterbrechen oder aus denen man rausgehen kann, zu realisieren, das wird in diesem kurzen Abschnitt erst deutlich, was da eigentlich für ein großer Aufwand dahinter steckt, um das zu definieren. So, jetzt kommen wir zum Kernthema, das Engineering. Das ist ja quasi, das sind die Jungs, die wirklich am Herz arbeiten, der ganzen Entwicklung. In Großbritannien implementierten die Squadron 42 Designer eine neue Methode, um Szenen und Gespräche im Storyverlauf auszulösen, die flexibler ist und die Skript- und Einrichtungsarbeit erheblich reduziert. Sie erlaubt es den Designern, verschiedene Parameter wie Entfernung und Zeit zu kombinieren, wenn sich der Spieler im Sichtfeld eines NPCs befindet. Dadurch wird die Szenenauslösung wesentlich lebensechter. Es geht also so ein bisschen Hand in Hand mit dem Thema, was wir gerade mit dem Cinematics-Team hatten. In Frankfurt arbeitete das Engineering-Team am Physics-Threading und der Performance. Sie aktivierten bis zu 30 Physics-Threads, verbesserten die Speicherleistung und den Platzbedarf der Befehlswarteschlangen, also den Queues, definierten lokale Warteschlangen, die parallel verarbeitet werden können, verschoben relevanten Spielcode in lokale Physik-Befehlswarteschlangen, verschoben viele Neupositionierungsrechnungsaufrufe in Warteschlangen und nahmen verschiedene andere warteschlangenbezogene Optimierungen vor. Also die machen halt die ganze Kernarbeit. Aber ich habe noch mal ein bisschen nachgeforscht.
was das eigentlich bedeutet, diese Physics-Threads. Warum wird das hier gesondert erwähnt? CRG macht ja nichts umsonst. Dass sie also 30 Physics-Threads gleichzeitig bearbeiten können. Um die dahinterstehende Leistung zu verstehen, muss man wissen, dass diese Physikberechnungen eines Rendervorgangs nicht einfach losgelöst werden können von diesem Berechnungsvorgang, also sprich nicht einfach so parallelisiert werden können. Sobald es eine Benutzereingabe gibt, wird diese durch die Spiellogik durchgeschickt und löst ein Physik-Update aus, was dann anschließend gerendert wird. Bedeutet, dass das Rendern einer Szene erst nach der Berechnung der Physik beginnen kann. Ergo, das Rendern ist unmöglich, bevor die Physikberechnung nicht abgeschlossen ist. In Fällen, in denen ein hoher Rechenaufwand für die Physiksimulation erforderlich ist, würde das Rendern dann entsprechend verzögert werden, was dann wiederum zu niedrigen Bildraten und zu grafischen Störungen führen würde. Es ist also ein serieller Vorgang. Und aus diesem Grund, so ist mein Verständnis, werden die parallelen Verarbeitungsschleifen für die Physikberechnungen in mehreren Threads erstellt. Neben dem Master Thread. Und damit werden alle Physikberechnungen in einem separaten Thread parallel berechnet, während der Hauptthread die zuletzt gesendete Physikberechnung dann rendert. Und selbst in Situationen, in denen die Render-Pipeline dann stark belastet ist, kann somit die Physikberechnung parallel ausgeführt werden, während die Anzahl der Ticks, lieber Doc, dann stabil bleibt. Also eine hochgradig komplexe Geschichte, die auch wieder super, also die nicht mal eben so en passant super einfach zu erledigen ist, sondern da steckt echt Hirnschmalz drin. Und dass sie hier es schaffen, 30 Physik-Threads zu parallelisieren, das scheint mir schon wieder eine ziemlich gute Leistung zu sein, so wie ich das verstehe. Das ist nicht etwas, was man mal eben so nebenbei beim Kaffeetrinken strickt. Ich habe hier gerade parallel dazu mal gegoogelt, wie es denn überhaupt ausschaut mit Physics und Vulkan, ob die sich überhaupt vertragen. Mhm. Und habe da was auf Reddit gefunden, poste ich mal eben in den Chat den Link hier rein. Ist ganz interessant, ist wieder auf Englisch, aber dürfte zum Beispiel den Doc interessieren. Vertragen tun die sich auch, da gibt es dann neben Physics gibt es ja auch noch CUDA, also CUDA, großgeschrieben, mhm, als Physik Engine. Und das, ich glaube, darauf setzen die auch immer mehr so ein bisschen auf. Also mit Vulkan und Physics, Vulkan ist einfach nur eine API, da dürfte es keine Probleme geben. Ging mir nur gerade durch den Kopf. Ist auch ganz interessant. Ich pack's mal eben halt rein. Da ist der Link. So, mach weiter. Super, danke. Ja, dann haben sie sich mit dem Ragdoll-Thema beschäftigt. Das ist zum Beispiel ein Absatz, den habe ich jetzt nicht explizit übersetzt. Ragdoll heißt ja das Thema, wenn wir jemanden umlegen, die Leiche verstecken wollen, dass also das der oder einfach ohnmächtig schlagen, dass wir diesen Körper noch bewegen können. Das ist auch super komplex und mit diesem Ragdoll-Thema haben die sich auch beschäftigt. Dann haben sie sich mit Vertex-Punkten beschäftigt. Ein Vertex ist ein Punkt im dreidimensionalen Raum. Und es gibt wohl ungenutzte Vertex-Punkte im Raum. Und hier haben sie es so weit optimiert, dass alle ungenutzten Vertex-Punkte in den Physik-Meshes gelöscht werden. Da bin ich lost, ehrlich gesagt. Ich fand das Thema ganz spannend. Ich kann das aber nicht richtig zuordnen, was das bedeutet. Also warum gibt es ungenutzte Vertex-Punkte? Wo kommen die her? Was bedeuten die? Ich fand es nur wieder spannend, dass sie sich auch damit beschäftigen, hier wieder Themen zu löschen. Denn sie schreiben dann auch im Nachgang, dass 8 GB an Speicherplatz dadurch frei werden und sie ein besseres Daten-Cache-Management auf der CPU dadurch erreichen. Auch wieder ein ganz wichtiges Performance-Thema, deswegen erwähne ich das hier explizit. Genau, dann haben sie Fehlerbereinigungen beim Object-Container-Splitting der Physik-Voxel-Grids vorgenommen hinsichtlich der Flora-Assets. Da gab es fehlendes Blattwerk, das Thema haben sie behoben. Und der Generation 12 Vulkan
oder die Generation 12 Vulkan Rendering Mesh API, also die Programmierschnittstelle, wurde für eine effizientere Erstellung sowie den Datenupload überarbeitet. Ungenutzter Legacy Code, also der ursprüngliche Programmcode, wurde entfernt und ein Shader Handle wurde der verbleibenden Legacy Pipeline hinzugefügt. Umfassend wurde sich mit dem Thema Raymarching beschäftigt. Raymarching ist eben eine Raytracing-Technik. Und man untersuchte die Leistungsprobleme mit Ozeanen, die durch CPU-Readbacks verursacht werden. Also auch das Thema Ozeane, da sind sie weiter dran, dass das hübsch aussieht. Und ich glaube, auch Ozeane spiegeln ja auch. Und Ozeane sind, glaube ich, generell einfach ein super heftiger Leistungsfresser, wo sie ganz viel Hirnschmalz reinstecken müssen. Weiterhin hat das Engineering-Team HDR, also High Dynamic Range Anzeige und Direct 3D Debug Laufzeitfehler behoben, Logiken verbessert, und die Leistung der Verwaltung großer Render-Batches wurde erheblich verbessert. Ein Prototyp eines neuen Skinloaders erstellt, sowie der gesamte relevante Code von World Builder, also von dem Weltenersteller, in ein eigenes Engine-Modul verschoben, um die Iterationszeit bei der Programmierung zu verkürzen. Das ist auch ein Thema, weshalb sie immer wieder optimieren, weil sie iterieren ja auch. Diese Alpha besteht ja nur daraus, erstmal Themen zum Laufen zu kriegen und später werden dann die Inhalte hinzugefügt. Und das Iterieren bedeutet, sie verbessern, sie erweitern und so weiter. Und damit das möglichst reibungslos abläuft, muss natürlich alles möglichst optimiert und vom Müll befreit sein. Fällt dir bei dem Ganzen was auf? Da können wir nämlich wieder den Bogen schlagen zu unserem Eingangsthema, warum ist die 3.9 noch nicht richtig da? Hm. Weil die mit, ich höre es zumindest raus zwischen den Zeilen, die jonglieren mit ganz vielen unterschiedlichen Builds. Wenn du davon jetzt erzählst, dass sie ein Bild haben mit Vulkan, wo sie gewisse Sachen optimieren und Vulkan ist noch gar nicht für uns im Spiel greifbar, dann sagt mir das, also die haben mindestens 3-4 unterschiedliche Builds, mit denen die Sachen jetzt schon bauen, die wir frühestens in einem Jahr zu Gesicht bekommen werden. Ja. Ja, den Eindruck habe ich auch. Also, ja. Dass sie da wirklich an. Deswegen lese ich diese Newsletter so gerne, weil man hat sonst keine Möglichkeit, über Squadron 42 was zu erfahren. Aber da steckt so viel Information drin. Leider teilweise sehr kryptisch, aber deswegen sind wir beide auch hier, um das möglichst zu verständlich dann wiederzugeben. Wir geben unser Bestes, ja. Ja. So, ich mache jetzt noch Gameplay, Story und dann gehen wir, glaube ich, in den nächsten Musikblock rein. Klingt nach einem Plan, ja. Das Gameplay-Story-Team, die haben auch mit dem Unterbrechungssystem, also mit diesem Interrupt-System gearbeitet, haben dort unterstützt hinsichtlich Animationen und eine Bibliothek von generischen Körperanimationen zur Begleitung von Character-Interrupt-Lines, also Charakter-Unterbrechungslinien entwickelt. Was das wieder bedeutet, da schreiben sie, diese Animationen sehen vielversprechend aus und lösen ein langfristiges Problem im Zusammenhang mit Unterbrechungen im Allgemeinen. Ich kann mir vorstellen, dass einfach so ein Körper besteht ja grob gesagt aus den Beinen, aus der Taille, Oberkörper und Kopf. Und wenn man dort eher unterbricht und Bewegungen ausführt, die vielleicht einfach im Rahmen dieses Storyflusses und dieses Filmischen gerade nicht vorgesehen sind, dass es dort zu seltsamen Animationsglitches oder Fehlern kommt, dass sie hier auch bei solchen Unterbrechungen dann eben daran arbeiten, dass die Animationen weiterhin flüssig aussehen und da nicht irgendwelche seltsamen Bewegungen entstehen, sei es von den NPCs oder sei es auch von unserem Spielercharakter. So interpretiere ich das. Weiterhin haben sie neue Audioeffekte und Animationen zu den zu diesen Zufalls-NPC-Szenen hinzugefügt und Parameter des Real Digital Acting, also des realen digitalen Schauspielerns, Agierens, dem vierten Kapitel hinzugefügt. Aktuell wird die Aufstellung der Charaktere, die auf der Brücke der Idris sitzen, genauestens untersucht und in den kommenden Wochen wird man mit dem Social-KI-Team, also mit dem KI-Team für die sozialen Aspekte des Spiels zusammenarbeiten, um die NPCs zum Leben zu erwecken. So, Musik. Und Fragen im Chat. Musik, genau. Ihr könnt wieder die Musikpause nutzen, um im Chat auch eure Fragen loszuwerden. Genau.
So, gehen wir mit dem Squadron 42 Newsletter in die letzte Runde. Das ist jetzt auch hier unsere letzte Moderationsrunde. Geben wir Gas. Das Grafikteam, da gehe ich mal drüber hinweg. Ebenso über Leveldesign, da steht nichts Spannendes drin. Das Narrative-Team, da haben wir ja vorhin so ein bisschen drüber gelästert. So von wegen, ja, was machen die eigentlich großartig? Ich lese in jedem Squadron 42 Newsletter natürlich nichts Weltbewegendes, aber die sind ständig damit beschäftigt, durch die Welt zu reisen und die Teams einzufangen und denen zu erklären, wie die ihre Welt zu bauen haben. Und das ist, glaube ich, ein ganz essentiell wichtiger Teil, weil das Narrative-Team, die wissen ja letzten Endes, die sind der Schlüsselfaktor, wie die Spielwelt letzten Endes aussehen wird und wie die Geschichten verlaufen werden und so weiter. Und in diesem Monat oder in diesem, ja doch Monat, haben sie die Level überprüft, die Spiellevel und den Teams dazu Feedback gegeben. Das beinhaltete auch Hintergrundgespräche, bei denen zufriedenstellende Abschlüsse von Gesprächen fehlten oder eben die verdächtig ruhige Teilnehmer beinhalteten, also NPCs, die nichts getan haben in diesen Szenen. Um das zu lösen, hat das Narrative-Team Platzhalterzeilen geschrieben, damit die sich also merken, ah, hier dieser NPC macht nichts, dem müssen wir noch irgendwie Text geben oder Aktivitäten geben. Und diese Platzhalterzeilen, die werden dann zu einem späteren Zeitpunkt befüllt. Und noch was Tolles, die haben eine Xenolinguistin beauftragt, Britton Watkins. Und mit der haben sie zusammengearbeitet, um die Vandul-Sprache weiterzuentwickeln, einschließlich der Frage, wie möglicherweise physiologische Merkmale einbezogen werden könnten. Das ist schon wieder krass. Das finde ich so. Da habe ich hier gesessen, als ich das gelesen habe, gesagt, Hammer. Dass die also wirklich darauf achten, okay, das sind nicht nur irgendwelche fiesen Echsen, sondern wenn die reden, dann muss das auch vernünftig aussehen. Und wie kann das eigentlich realisiert werden? Und wie kann die Phonetik aussehen? Und dann holen sich dazu eine Xenolinguistin, um das alles zu realisieren. Also ich finde es ein Hammer-Mitschluss. Ja, ist ja nichts Neues. Haben sie ja auch schon mal bei den, ich glaube, Xi'an haben sie es schon gemacht. Und ja. Trotzdem, es haut mich immer wieder um. Ja, immer wieder. Ich finde es eine sehr gute Entscheidung, dass die unterschiedliche Xenolinguisten dafür anheuern, dass nicht einer alle Sprachen macht, weil dann läufst du Gefahr, dass die zu ähnlich werden. Und dass sie unterschiedliche Personen dafür engagieren. Ja, und dann bin ich mal gespannt, wann man den entsprechenden Langenscheid kaufen kann. Ja, Klingonisch-Deutsch gibt es ja auch von Langenscheid. Also mal gucken. Das stimmt, ja. So, QA, die Qualitätssicherung, auch eine der am meisten unterschätzten Arbeiten, auch also eine der Schlüsselabteilungen. Wer übrigens als Quereinsteiger in die Spielebranche rein möchte, habe ich mal gelernt, die Qualitätssicherungsabteilung ist die, oder ist der Newbie-Pool. Also wer irgendwie in diese Spielebranche rein möchte, der kann sich immer erstmal als Qualitätssicherer prüfen, weil das sind Arbeiten, die kann jeder, der ein bisschen Schmalz im Kopf hat und der ein bisschen Leidenschaft hat. Und von da aus kann man sich dann entsprechend weiterentwickeln, in welche Richtung, wo man auch immer seine Stärken hat. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall, die haben aktuell die Aufgabe, Szenenaufnahmen zu bewerten und alle Probleme zu untersuchen, die den Arbeitsablauf des Filmteams behindern. Was ich auch wieder spannend finde, dass sie sich also nicht nur mit dem Spiel beschäftigen, sondern auch damit, was beeinflusst eigentlich den Workflow negativ von bestimmten Teams. Dann haben sie die Verbesserung der IRA-Datenbank unterstützt. Ich weiß nicht, was eine IRA- oder IRA-Datenbank ist. Kannst du darauf irgendwas dir einen Reim machen, Mitch? Gerade spontan nicht. Warte mal. IRA. IRA. Ich habe gesucht, aber ich habe da nichts wirklich Schlüssiges zu gefunden. Da haben sie also Filter. Interactive Relation. Was? Ja. Links da? Nee, das ist was anderes. Nein. Genau. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und also das, sie haben die Filter für ein optimaleres Tracking gebaut, um mehr Transparenz in den zu bearbeitenden Bereichen zu erstellen. Ja, das wird eine interne Bezeichnung sein, IAA. Wahrscheinlich, ne? Ja. Also auf jeden Fall beschäftigen sie sich mit Datenbankoptimierung auch, also ist schon krass. Und sie haben die Tests der Kampf- und Schiffs-KI fortgesetzt. So, ja, Datenbankoptimierung ist ganz, ganz wichtig. Das kann sich jemand, der mit IT wenig zu tun hat oder mit Programmierung wenig zu tun hat, kaum vorstellen. Aber umso besser die Datenbank ist, umso besser das Endprodukt. Ganz, ganz wichtig. Da bist du der Fachmann. ist jetzt nur kurz vor mir eingeworfen. So, Tech Animation, das ist nochmal der zweitgrößte Block nach Engineering und den möchte ich gerne noch mit einbringen. Neben der Schulung neuer Teammitglieder wurde im März von Tech Animation die hauseigene Facial Rigging und Animationssuite überarbeitet.
Das ist auch krass, dass sie eine eigene Facial Rigging und Animationssuite haben. Ziel ist es, zukünftige Inhalte mit einem flexiblen und modularen Ansatz für die Codebasis und die Rigging-Plattform zu versehen, die letztlich zur weiteren Verfeinerung der bestehenden Gesichtsrigs sowie generell zur Erstellung aller neuen Rigs verwendet werden wird. Rig, wer das nicht kennt, ist, schreibt sich R-I-G, das ist das Skelett, auf dem dann später die Skin, die Grafiken dann aufgehängt werden. So, das Team half auch bei der Implementierung von Animationen, um den neuen Cast und die Crew zum Leben zu erwecken. Dies hat zur Schaffung eines neuen Toolsets geführt, das die Visualisierung und Anwendung von Animationssätzen im Flowgraph-Stil auf die Non-Flowgraph-Sandbox-Animationswerkzeug-Suite unterstützt. Also grundsätzlich beschäftigen sich die ersten beiden Absätze damit, dass sie mal wieder damit beschäftigt sind, Werkzeugsätze zu erstellen, um im späteren Verlauf der Entwicklung die Arbeiten zu erleichtern. Das ist ja auch etwas, was viel kritisiert wird, dass sie sagen, also die Community, stellt euer Kackspiel fertig und hört auf, hier irgendwelche Toolsets zu bauen. Aber diese Toolsets sind immens wichtig, weil das Spiel ist ja nicht nur ein Squadron 42, sondern das soll ja ein Drei- oder ein Vierteiler, was weiß ich, ein Mehrteiler werden, der sich auch entwickelt und der dann im späteren Verlauf nicht mehr so viel Entwicklungszeit verursachen soll. Und genauso Star Citizen, das soll, was weiß ich, das soll ja nicht nur 1, 2, 3 Jahre laufen, sondern 10 Jahre und 15 Jahre und soll immer weiter wachsen. Und da sind diese Toolsets das Herz. Das ist einfach der zentrale Aspekt dieser gesamten späteren Entwicklung. Und deswegen ist es super wichtig, dass sie das machen. Und deswegen erwähne ich das auch gerne. Ich muss immer mit dem Kopf schütteln, wenn ich dies als Kritik höre aus der GEMA-Community. Ich sage jetzt absichtlich nicht aus der Star Citizen-Community. Also wenn du auf den üblichen Kanälen dann wieder liest, ja, die brauchen viel zu viel Zeit, um irgendwelches unnützes Zeug zu machen. Das ist genauso, strande mal irgendwo mit einer Zeitmaschine im Mittelalter und versuch da jetzt mal einen Mikrocomputer zu bauen. Den kannst du dir auch nicht irgendwie schnell aus der Hüfte zaubern, sondern dann brauchst du die Werkzeuge, um das Ganze herstellen zu können. Und so verhält es sich hier. Die machen Zukunftstechnologie. Also Star Citizen ist im Prinzip Zukunftstechnologie und da müssen erstmal die Werkzeuge für vorhanden sein, um diese Technologie herstellen zu können. Und das unterschätzen sehr viele. Ja. Deswegen ist das auch ganz wichtig, dass die immer wieder in ihre Tools Zeit investieren, die optimieren, weil sie sonst dieses riesengroße Projekt Gesundheit, weil sie dieses große Projekt gar nicht stemmen können. Oh, ich habe mich extra ganz weit weggelehnt. Ich musste mal meine Stimme ein bisschen reinigen. Irgendwie. Ja, Hauptsache kein trockener Husten, kein Fieber. Und Geschmacksnerven weg. Ah! Okay. Ja. Ich bin auch echt gleich durch hier mit dem Reden. Also zum Radiomoderator fehlt mir noch irgendwie 1, 2 Trainingseinheiten. Die laufenden Arbeiten mit dem Social AI, also mit dem Team für die soziale KI, für die, was ist eigentlich sozial, Gesellschafts-KI, ach wie auch immer, Umgebungs-KI, ergaben, dass Tech Animation ihre Rigging-Toolsets weiter verfeinern muss, damit diese die große Zahl der noch zu erstellenden Props bewerkstelligen kann. Also Props sind alle Einrichtungsgegenstände im Spiel und wenn hier steht, die müssen noch eine große Anzahl an Props erstellen, dann haben sie noch einen Kernaspekt der Entwicklung von Squadron 42 vor sich. Denn so ein leerer Level sieht da irgendwie auch doof aus. Insofern, da haben sie wohl noch was vor sich, haben dafür auch ein Werkzeugset gebaut und Tech Animation hat festgestellt, dass hier also noch einiges zu tun ist, damit dieses Animationsset dann zum Laufen kommt. Speziell für Squadron 42 schuf das Tech Animation Team in Frankfurt eine, ja, das weiß ich jetzt nicht, Platzhaltereinheit für Vira Kelso. Das ist ein Eigenname, um es dem Cinematics-Team zu ermöglichen, an Szenen zu arbeiten, in denen sie mitspielt. Ich habe nach Vira Kelso gegoogelt, aber ich habe nichts gefunden. Das muss irgendeine Schlüsselfigur dann im Spiel sein. Wenn ihr dazu mehr wisst, könnt ihr das gerne hier im Chat posten. Ich habe es jetzt spontan nicht gefunden, außer in diesem Newsletter hier. Das Team aktualisierte verschiedene Charakter- und Maya-Loadouts für die Cinematic Animators, sodass sie mit demselben Loadout arbeiten können, das die Charaktere in der Engine verwenden werden. Das ist ein ganz wichtiges Thema, was uns auch immer wieder anspringt in den Newslettern, dass sie daran arbeiten, dass sie
in dem Tool, mit dem sie die 3D-Objekte erstellen, nämlich in Maya, mit der gleichen Basis arbeiten wie im Spiel, dass da keine Unterschiede bestehen. Was dann wieder zu Portierungsproblemen führt später. Außerdem entwickeln sie ein Tool, mit dem Character Art vor der Bearbeitung und dem Export Skeletterweiterungen aus einer Voreinstellung hinzufügen kann, um den Authoring-Prozess zu beschleunigen. Im Rahmen von diesen Authoring-Prozessen wird die Erstellung und Bereitstellung von Arbeitsabläufen automatisiert. Das heißt, auch hier geht es wieder um die Beschleunigung, um die Automatisierung von Erstellung der späteren Spielentwicklung. Und nicht zuletzt arbeiteten sie gemeinsam mit dem Waffenteam an Fehlern und Anfragen, einschließlich Rig-Updates, Mannequin-Setups, IK-Zielaktualisierungen und auch Exportfehlern. IK ist die Inverse-Kinematik, mit denen hier die NPCs arbeiten. Das heißt, ein NPC wird nicht von innen nach außen animiert, sondern er wird quasi an der Hand genommen und wenn dann die Hand sich bewegt, bewegt sich dazu der restliche Körper, also die Rückwärtsbewegung, kann man dazu auch sagen. Das war das Tech Animation Team, also noch ganz viel Grundlagenarbeit, die sie immer noch machen, was aber nicht heißt, dass sie nicht an Inhalten arbeiten, wie wir das ja auch schon aus den Demos sehen. Sie sind dabei, die Stationen zu bauen und den Weltraum zu bauen und hast du nicht gesehen. Also die machen da ganz, ganz viel parallel, aber nichtsdestotrotz sind sie immer noch dabei, auch Grundlagen zu erstellen, was ich unglaublich faszinierend finde, weil ein Team wie, was weiß ich, oder ein Unternehmen wie Ubisoft oder wie EA, die entwickeln keine neuen Toolsets oder Werkzeuge parallel zu einer Spielentwicklung. Die würden, ich glaube, wer das entscheiden würde, würde dort rausgekegelt werden. Also die haben die Tools und darauf aufsetzen, und wenn dieses Tool schon 5 Jahre alt ist, und das ist völlig egal, auf der Basis wird dann ein neues Spiel entwickelt. CIG nutzt keine vorhandenen Tools grundlegend, sondern baut die selber, während sie das Spiel erstellen. Und das ist faszinierend, dass das trotzdem alles so funktioniert und dass sie trotzdem immer noch signifikante Fortschritte machen. Das darf man echt nicht außer Acht lassen. Letztes Thema, VFX. Das ist das Team für die visuellen Effekte. Das Team für die visuellen Effekte hat die Arbeiten an der Innenanrichtung der Asido-Station abgeschlossen. Das ist meines Erachtens diese riesige Station, die wir auch im Vertical Slice gesehen haben, wo die Idris vor lang fliegt. Und sie haben die Untersuchung der Van-Duhl-Effekte unter Berücksichtigung des Feedbacks des Director of Cinematics fortgesetzt und mit der Planung für das nächste Quartal fortgefahren, indem sie mehrere Standorte ausfindig gemacht haben im Spiel, die jetzt für die Effektabnahme bereit sind, also für den VFX-Pass. Sie stehen auch kurz davor, auch noch ein ganz wichtiger und mein letzter Punkt für heute, das alte CPU-Partikelsystem auszuphasen. Dazu gehört das Hinzufügen der letzten verbleibenden Kernfunktionen von der CPU zum GPU-System. Das heißt, die Partikelberechnung wurde bisher auf der CPU ausgeführt. Die ist jetzt so umprogrammiert worden mit dem neuen Partikelsystem, dass es auf der GPU berechnet wird. Was eben die Materialshader betrifft, wie für die Effekte wie Lichtbrechung, Shader-Trigger, Audio-Eingabe, Funktionsaufrufe und Lichtwurf. So, ich habe fertig. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Das Partikelsystem. Ja. Also ja. Was man da bis jetzt gesehen hat, es sieht tausendmal besser aus und es hat angeblich oder braucht angeblich weniger Performance. Wow. Also da bin ich echt gespannt drauf. Also was sie da gezeigt haben, teilweise wie wirklich tausende von Partikeln physikalisch getreu durch den Raum fliegen. Wahnsinn. Da bin ich mal echt gespannt drauf. Gut. Haben wir's. Ja, also dafür, dass wir befürchtet haben, dass wir wenig Themen haben heute. Ja, Dirk hat sich ja auch schon, hier Evo 1978 hat sich auch schon wieder lustig gemacht. So von wegen, ah, ihr geht doch hier rein, habt keine Themen und am Ende überzieht ihr wieder. Ja, natürlich. Haben wir auch wieder gut geschafft. Ja. Ah, Dr. Schleichmann.